Our practice is very simple, just to be there and live deeply the moment. Unsere Praxis ist ganz einfach, bloß da sein und den Augenblick tief erleben. I think that every one of us is capable of doing so. The matter is how much you want to do it. Ich denke, jede einzelne von uns ist in der Lage, das zu tun. Es fragt sich nur, wie sehr wir es möchten. When I drink a cup of water, I want to really drink it. Therefore, I produce my presence to 100% and I drink my water. Wenn ich Wasser aus meiner Tasse trinken möchte, dann möchte ich ganz und gar Wasser trinken und deswegen erzeuge ich meine Aufmerksamkeit, um hundertprozentig Wasser zu trinken. And since I am really there, the cup of water is also there. Und da ich dann ganz und gar da bin, ist auch die Tasse Wasser ganz und gar da. And in the moment of drinking, life is real. Life is possible. Und im Augenblick des Trinkens ist das Leben real. Leben ist möglich. In that moment there is mindfulness, there is concentration, there is life. In dem Augenblick gibt es Achtsamkeit, in dem Augenblick gibt es Konzentration und darum Leben. If you allow yourself to be really there and drink your water deeply and sink deeply into the present moment, you touch life in depth. Wenn ihr es euch gestattet, wirklich da zu sein bei dem, was er tut, euch in den gegenwärtigen Moment einsinken lasst, dann berührt ihr das Leben. I drink my water so deeply and enjoy it so much that looking at me, you think that I am performing a ritual. Ich trinke das Wasser so gerne. Ich erfreue mich so tief daran, dass wenn ihr mir dabei zuschaut, ihr glaubt, ich würde ein Ritual durchführen. And again, when I practice walking peacefully, enjoying every step I make, looking at me, you may think that I am performing rituals also. Und auch wenn ich gehe und mich jeden einzelnen Schritt, den ich tue, erfreue und ihr mich dabei beobachtet, mögt ihr wieder glauben, dass ich ein Ritual ausführe. Can we do things more quickly? You ask. Ihr werdet dann fragen, kann man die Dinge nicht auch schneller tun? Of course we can do things quickly, provided that we do it in mindfulness. Natürlich können wir die Dinge auch schnell tun, vorausgesetzt, wir tun sie mit Achtsamkeit. In Plum Village we have a jogging meditation. Plum Village haben wir auch eine Jogging-Meditation. We run quite quickly, but that does not mean that we don't have mindfulness while running. Da rennen wir sogar recht schnell. Aber dass wir rennen, heißt nicht, dass wir nicht achtsam sind, während wir rennen. The fact is that when you do it slowly, it's much easier. Der Grund, warum wir es langsam tun, ist, weil es dann viel leichter geht. And if you are used to do things to be in mindfulness, and then you can do it more quickly. Und wenn ihr dann erst einmal daran gewöhnt seid, die Dinge in Achtsamkeit zu tun, dann könnt ihr sie auch schnell tun. I wouldn't do anything if I don't enjoy doing it. Ich würde Dinge nicht tun, wenn ich sie nicht genießen würde. If I walk relaxingly, if I drink my tea slowly, that is because I like it. I like doing like that. Und wenn ich langsam gehe, entspannt gehe
und voller Freude meinen Tee langsam trinke, dann tue ich das, weil ich es so mag, weil ich es so am besten genießen kann. I do not do it for the sake of some happiness in the future, because while doing it, I feel already happy, relaxed and peaceful. Ich tue das nicht, damit in der Zukunft irgendwann Glück entsteht. Ich tue es, weil ich, während ich es tue, ich mich bereits friedlich, entspannt und voller Freude fühle. There is no reason why you have to force you to eat in silence, to receive the five wonderful precepts if you don't like it. Es gäbe nicht den geringsten Grund, euch zu zwingen, schweigend zu essen, die fünf wunderbaren Richtlinien anzunehmen, wenn ihr keine Freude daran habt. I am of the opinion that if you don't like something, just don't do it. Ich bin ganz und gar der Meinung, wenn ihr etwas nicht mögt, dann tut es doch einfach nicht. Today I received a letter from a school teacher telling me how much violence he experienced in his school. Heute habe ich einen Brief erhalten von einem Schullehrer, der mir berichtet, wie viel Gewalt er in der Schule immer wieder erleben muss. Violence in the children is increasing all the time, he said. They do violence to everything and they also do violence to their teachers. Er hat gesagt, die Gewalt in den Jugendlichen nimmt immer mehr zu. In allem, was sie tun, wird diese Gewalt sichtbar. Und es geht sogar so weit, dass sie sogar Gewalt gegenüber ihren Lehrern anwenden. And our school teacher is very worried about that. The increase of violence a little bit everywhere in society. And he asked whether there is a way to reduce that violence. Und unser Schullehrer ist sehr besorgt um die Tatsache, dass die Gewalt sichtbar in allen Bereichen der Gesellschaft immer mehr zunimmt. Und er stellt die Frage, ob es nicht einen Weg gäbe, diese Gewalt zu vermindern. In every one of us, there is the seed of violence. And if we allowed that seed to be watered every day, the amount of violence in us is also increasing every day. In jedem Einzelnen von uns, in jeder Einzelnen von uns gibt es Samen der Gewalt. Und wenn wir es zulassen, dass diese Samen der Gewalt jeden Tag genährt werden, dann wird auch die Gewalt in uns immer mehr zunehmen. More or less, all of us are victims of violence. Jeder Einzelne, jede Einzelne von uns ist mehr oder weniger ein Opfer dieser Gewalt. We may have received that violence from our parents, from our society, from our friends. Vielleicht haben wir diese Gewalt von unseren Eltern erhalten. Vielleicht haben wir von Gewalt in der Gesellschaft gelitten oder von unseren Freunden. And when we do not know how to transform the violence in us, we will inflict that violence on the people around, including those we love the most. Und wenn es uns nicht gelingt, diese Gewalt in uns zu verwandeln, sie zu transformieren, dann werden wir sie weitergeben an alle um uns, selbst an die Menschen, die wir am meisten lieben. There are many of us who receive violence from our parents and do not know how to get it out of our system. Viele von uns haben von ihren Eltern bereits Gewalt erfahren und mussten Gewalt erleben seitens ihrer Eltern und wissen jetzt nicht, wie sie diese Gewalt wieder aus ihrem System herausbringen. When there is a conflict between parents and children, the loser is always the children. Wenn es derartige Konflikte gibt zwischen Eltern und Kindern, dann sind die Kinder immer die Verlierer. Children are not supposed to respond to violence by violence. They have no right to speak or to act in the same way as their parents. Denn Kinder dürfen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Kinder dürfen nicht mit Gewalt handeln oder mit Gewalt sprechen in Antwort auf die Gewalt ihrer Eltern. Sie haben nicht das Recht dazu.
And since children don't know how to handle that violence, don't know how to get it out of their systems, they let that violence destroy themselves inside. Und weil die Kinder mit dieser Gewalt nicht umgehen können, weil sie keine Möglichkeiten haben, diese Gewalt aus ihrem System herauszubringen, deswegen wird die Gewalt in ihnen immer stärker. There are many people who commit suicide because they think that killing themselves is the only way to retaliate the people who have abused them. Das geht so weit, dass sich manche Menschen sogar umbringen, weil sie glauben, sich selbst zu töten sei die einzige Möglichkeit, diese Gewalt, die sie erhalten haben, zu vergelten. Many of us do violence to our own self because we have no ways to get that violence out of ourselves. Viele von uns tun sich sogar selbst Gewalt an, weil wir einfach nicht wissen, wie wir die erfahrene Gewalt wieder aus unserem System herausbringen können. In my country, there is a very funny story about violence. Everybody laughs when they hear it, but the story, unfortunately, is true. In meinem Land gibt es eine witzige Geschichte über die Gewalt. Und wenn man sie erzählt, dann lachen alle, aber unglücklicherweise ist es eine wahre Geschichte. A grandfather saw his grandson bitten by his son, and he was so angry because he didn't want his son to beat his grandson, but he has no right to intervene. It's my son, I have to educate him. That is what his son said. Die Geschichte ist von einem Großvater, der miterleben muss, wie sein Enkelkind von seinem Sohn, dessen Vater also geschlagen wird. Und der Großvater ist sehr aufgebracht, das zu sehen, denn er möchte nicht, dass sein Enkel geschlagen wird, auch nicht von seinem Sohn. Aber sein Sohn, er kann nichts machen, weil sein Sohn sagt, das ist mein Sohn, ich muss ihn erziehen. Feeling helpless, because he cannot do anything to prevent his son from beating his grandson. The grandfather finally turned around and beat himself very violently. Und aus lauter Hilflosigkeit, weil der Großvater nichts dagegen unternehmen konnte, dass sein Sohn seinen Enkel schlug, fing dann plötzlich an, sich selbst sehr hart zu verprügeln. And the son turned around and said, "Father, what are you doing?" Und der Sohn dreht sich zu seinem Vater und sagt, "Vater, was tust du?" And the father said, "You are beating your son. Why don't I beat your father?" Du schlägst deinen Sohn, also schlage ich deinen Vater. In fact, when we receive violence, and if we cannot do anything about it, we cannot respond to violence by violence, we always inflict that violence upon ourselves. Und wenn wir so Gewalt erfahren und keine Möglichkeit haben, diese Gewalt loszuwerden, und dann gibt Gewalt Gewalt und schließlich richten wir die gesamte Gewalt gegen uns selbst. If our children go to school with a lot of violence, that is because in their daily life they have received a lot of violence into themselves. Und wenn die Kinder heute mit so viel Gewalt in sich in die Schule gehen, dann deswegen, weil sie jeden Tag Gewalt erleben und jeden Tag Gewalt in sie hineinkommt. Violence, the violence they receive can be seen in the way they are treated by adults, in the way television programs are offered, and so on. Die Gewalt, die sie erfahren, die erfahren sie in ihrer Behandlung seitens der Erwachsenen. Sie erfahren sie in der Art und Weise, wie Fernsehprogramme heute dargestellt werden und so weiter und so fort. And mindfulness is the only way to recognize when violence is there in order for us not to become victim of it. Und Achtsamkeit ist die einzige Kraft, die uns sagen kann, wenn Gewalt passiert, damit wir nicht Opfer werden. A television program can contain a lot of hate,
violence and fear. Not only we allowed ourselves to be intoxicated by these poisons, but we allowed our children to intoxicate themselves by that kind of poison. Fernsehprogramme können heutzutage eine Menge Gewalt und eine Menge Angst beinhalten. Und nicht nur wir vergiften uns damit, sondern wir erlauben es sogar unseren Kindern, sich diesen Giftstoffen auszusetzen und davon vergiftet zu werden. I have heard that there are children who watch television more than 3 hours every day. Ich habe von Kindern gehört, die jeden Tag mehr als 3 Stunden Fernsehen schauen. The practice of love, the practice of loving kindness and compassion taught by the Buddha is the antidote to violence. Die Praxis der Liebe, die Praxis der liebevollen Güte, wie sie der Buddha gelehrt hat, ist das Gegenmittel gegen die Gewalt. In all spiritual traditions, love is recommended as a practice. In all spirituellen Traditionen wird Liebe als Praxis empfohlen. But the Buddhist teaching on love is very clear, very profound, and the Buddha gave us concrete ways of practice. Aber die buddhistischen Praktiken der Liebe, der liebevollen Güte, sind sehr klar. Sie sind sehr tiefgründig und der Buddha hat uns ganz genaue Anleitungen gegeben, wie wir praktizieren können. If we are determined to practice the Buddhist teaching of love and implement that practice within our family, we'll be able to neutralize violence within us and within the persons, members of our family after a period of time. Wenn wir bereit sind, die Praxis der Liebe selbst und in unserer Familie wirksam werden zu lassen, sie zu praktizieren, dann wird es uns gelingen, die Giftstoffe in uns und in den Mitgliedern unserer Gemeinschaft und unserer Familie allmählich zu neutralisieren. Do you love someone? Do you have someone to love? Life without love is very hard to live. Lieben Sie jemanden? Haben Sie jemanden zu lieben? Ein Leben ohne Liebe ist sehr schwer zu leben. But if we do not know the art of loving, we will make ourselves suffer and we will make the other person suffer as well. Aber wenn wir den Pfad der Liebe nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie wir lieben, dann leiden wir selber und wir lassen auch den Menschen, den wir eigentlich lieben wollen, leiden. In the Buddhist teaching on love, we find out that there are 4 components of what we may call true love. In den buddhistischen Lehren zur Liebe finden wir 4 Komponenten vor, die immer Teil dessen sind, was man wahre Liebe nennen kann. The first component of true love is called maitri. Maitri that can be translated as loving kindness. Die erste Komponente wahrer Liebe ist Maitri. Maitri könnte man übersetzen als liebevolle Güte. Thiền Pháp Nhãn, would you like to write the word Maitri? Maitri is a word linked to Mitra, it means friend. Maitri als Wort ist verwandt mit dem Wort Mitra und das übersetzt heißt Freund. That is why Maitri can be translated as friendliness. Darum kann man Maitri auch als Freundlichkeit übersetzen. Your partner is a friend of yours. Your son, a friend. Your father, also a friend. You treat them as your dear friend. Dein geliebter Mensch ist ein Freund. Deine Kinder sind Freunde.
Und auch deine Eltern sind Freunde. Du behandelst sie wie gute Freunde. And all Buddhists agreed about the definition of maitri, and that is the capacity to offer joy to the person you love. Und alle stimmen darüber ein, dass Maitri die Fähigkeit ist, den Menschen, die man liebt, Freude zu bereiten. If you are not capable of offering him or her happiness, your love is not true love. Wenn man nicht in der Lage ist, ihm oder ihr wahre Freude zu bereiten und sie glücklich zu machen, dann ist die Liebe keine wahre Liebe. If in the process of loving you cry all the time and the other person cry all the time, you know that your love is not true love. You don't know how to love yet. Wenn wir im Prozess des Liebens die ganze Zeit weinen müssen, wenn der geliebte Mensch die ganze Zeit unglücklich ist und weint, dann weiß man, dass diese Liebe keine wirkliche, keine echte Liebe sein kann. In order to make the other person happy, you have to understand him or her deeply. Und den anderen Menschen glücklich zu machen, musst du ihn oder sie zutiefst verstehen. You need to know the nature of suffering, the nature of the difficulties of that person. You need to know his or her aspiration and desire in order to really be able to bring happiness to him or to her. Du musst die Natur des Leidens des anderen Menschen, die Natur seiner Schwierigkeiten ebenso erkennen wie seine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, um ihn oder sie wirklich glücklich machen zu können. And that is why the process of practicing Maitri is also the process of looking deeply into the person you love in order to really understand. Und darum ist der Prozess Maitri zu üben, liebevolle Güte zu üben, auch tief in den anderen hineinzuschauen, tief seine Wünsche, seine Bedürfnisse und seine Leiden kennenzulernen. If you are not sure that you understand him or her, why don't you go to him or to her and check? Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du ihn oder sie wirklich verstehst, warum gehst du nicht einfach hin und fragst? Darling, you know that I understand you. You think that I understand you well enough? Du fragst, Liebling, glaubst du, dass ich dich gut genug verstehe? I need you to help me to understand you better, because I really want to love you and to make you happy. Du musst mir helfen, dich besser und tiefer zu verstehen, denn ich liebe dich so sehr und ich möchte dich glücklich machen. I think that is the language of true love. Ich denke, das ist die Sprache wahrer Liebe. If you have not gone to him or to her and asked that question, please do it quickly. Und wenn Sie noch nicht zu Ihrem lieben Menschen gegangen sind und diese Frage gestellt haben, dann bitte tun Sie es schnell. In order to understand, we need our mindfulness, we need our concentration, but we also may need the help of the other person or persons. Zu verstehen, brauchen wir unsere Achtsamkeit. Wir müssen hinschauen, aber wir brauchen vielleicht auch die Hilfe des anderen Menschen dazu. There is a kind of fruit that is very popular in Southeast Asia, very expensive, but many people are crazy about it. The fruit is called durian. Es gibt eine Frucht in Südostasien, eine Frucht, die sehr teuer ist und die sehr, sehr viele Menschen, die sind praktisch verrückt danach. Die Frucht heißt Duria. While I was living there, many people who love me dearly wanted me to eat that, but I really hate that fruit. Als ich dort war,
gab es viele Leute, die mich wirklich sehr mochten und die haben mir immer wieder diese Frucht angeboten und haben gedacht, sie tun mir was Gutes und wollten, dass ich sie esse. Aber ich konnte sie einfach nicht essen. Ich mag die Frucht überhaupt nicht. I remember when I was a young monk of the age of 20, chanting the Lotus Sutra alone in the Buddha Hall. I could not concentrate at all because on the altar there was a durian. Ich erinnere mich noch, als ich ein junger Mönch war, vielleicht von 20, und ich war allein in der Buddha-Halle, um das Lotus Sutra zu rezitieren, und ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, denn vorn auf dem Schrein lag eine solche Durian. Finally, I stood up and I used the big bell and imprisoned the fruit inside so that I could continue chanting and finish the chapter. Schließlich bin ich aufgestanden, habe die große Glocke genommen und habe sie über die Frucht gestülpt, damit ich meine Ruhe hatte und endlich mein Chanting zu Ende machen konnte. And only after I finished chanting did I liberate the fruit. Und erst als ich mit meinem Chanting wieder zu Ende war, habe ich die Frucht wieder befreit. And now if you say, poor Thay, he works so hard, why don't we offer him some durian? I would not be very happy. Wenn ihr jetzt sagt, ach Thay, du arbeitest so hart, ich biete dir diese Frucht an, ich werde nicht so glücklich sein. You love me, but you don't understand me enough. That is why you can make me suffer. Ihr liebt mich, aber ihr versteht mich nicht gut genug und deswegen könnt ihr mich damit leiden lassen. We usually do things like that for the person we love because we do not have the time, the concentration, the mindfulness in order to look deeply into the nature of the person we love. Therefore, we make a lot of mistakes and in the name of love. So wir tun das sehr oft mit den Menschen, die wir lieben, denn wir haben nicht genug Zeit, wir haben nicht genug Konzentration. Wir haben nicht genug Achtsamkeit, um wirklich die Bedürfnisse des Menschen zu kennen. Und dann machen wir laufend Fehler, sogar im Namen der Liebe. So Maitri is not just the willingness to make a person happy, not only the willingness, but also the capacity of bringing happiness. So Maitri ist nicht bloß die Bereitschaft, jemanden glücklich zu machen, jemanden Freude zu machen, sondern auch die Fähigkeit. And Maitri, loving kindness, needs the practice of looking deeply in order to be realized. Und Maitri, also die Praxis liebevoller Güte, braucht tiefes Hinschauen, damit man sie wirklich tun kann. And you know already that looking deeply is the other word for meditation. Und wie Sie ja mittlerweile schon wissen, ist tiefes Hinschauen bloß ein anderes Wort für Meditation. One of you wrote me a letter yesterday asking me what is the real meaning of looking deeply. Looking deeply is to be really there with mindfulness and concentration to observe what is there. Jemand hat mir gestern in einem Brief geschrieben, was ist denn die wahre Bedeutung, tief zu schauen? Tief schauen heißt, mit Konzentration und Achtsamkeit wirklich da zu sein und sehr tief zu beobachten, was vorgeht. If you do not have time to embrace the person you love with your presence, with your mindfulness, with your looking deeply, you are not practicing true love. Wenn Sie nicht die Zeit finden, den Menschen, den Sie lieben, mit Ihrer Geduld, mit Ihrer Achtsamkeit und mit Ihrem tiefen Hinschauen zu umarmen, dann lieben Sie nicht wirklich. The second component of true love is called Karuna. Die zweite Komponente wahrer Liebe heißt Karuna. Karuna may be translated as compassion. Karuna kann man übersetzen als Mitgefühl. But its real meaning is the capacity
to remove the pain in the person you love. Aber die wahre Definition ist, es ist die Fähigkeit, den Schmerz im Menschen, den man liebt, zu beseitigen. Why the word compassion means something like to suffer together with the other person. Und das Wort Mitgefühl oder noch stärker Mitleid bedeutet, dass man mit dem anderen gemeinsam leidet. In the practice of compassion, it's not necessary for you to suffer, and yet you can help transform the suffering in him or her. Aber in der Praxis von Karuna ist es nicht nötig, mit dem anderen mitzuleiden, und trotzdem kann man in der Lage sein, das Leiden im anderen zu beseitigen. Again, Karuna is not only the willingness to remove the pain, but the capacity. Und auch bei Karuna gilt, dass es nicht nur die Bereitschaft ist, den Schmerz zu beseitigen, sondern ebenso auch die Fähigkeit dazu. You have to get the capacity to identify the pain in the other person, to understand the nature of the suffering in him or her, in order to be able to remove or transform it. Und zuallererst braucht man die Fähigkeit, den Schmerz im anderen zu identifizieren, genau zu wissen, wie dieser Schmerz aussieht und was für ein Schmerz es ist, der im anderen sichtbar wird, um in der Lage zu sein, diesen Schmerz beseitigen zu können. In fact, the work of a medical doctor is to look deeply into the body of the patient to find out what is wrong, to identify the causes of the ailment in order to remove it. So wie es die Aufgabe eines Arztes ist, ganz genau den Patienten anzuschauen, ganz tief in seinen Körper zu schauen, um zu sehen, was nicht stimmt, um die Ursache der Krankheit festzustellen, damit er sie beseitigen kann. A good doctor would allow enough time in order to observe, to find out what is wrong in the body of the patients. So when he has found out and identified the cause of the suffering, he will be able to make the correct prescription. Und ein guter Arzt wird sich sehr viel Zeit lassen, sehr genau den Körper des Patienten zu untersuchen, sehr genau herauszufinden, wo denn die Ursache für die Leiden und für den Schmerz sitzt, damit er dann, wenn er das einmal erkannt hat, dass er die richtige Arznei verschreiben kann. A true lover will do the same. She needs time to embrace the person she loves with the energy of mindfulness, concentration, and deep looking in order to really be able to understand the nature of the pain in the person she loves. Und eine wahrhaft Liebende wird genau dasselbe tun. Sie wird sich sehr viel Zeit nehmen mit Achtsamkeit, mit Konzentration und mit tiefem Schauen den geliebten Menschen zu umarmen, um die Natur des Leidens in diesem Menschen zu identifizieren, wirklich herauszufinden, woran dieser Mensch leidet, um dann dieses Leiden beseitigen zu können. And if you are not sure that you have understood the nature of his or her pain, why don't you go to him and her and spend some time with him or her trying to find out the nature of what is wrong in the person you love. Und wenn es Ihnen noch nicht gelungen ist, die Natur des Schmerzens im geliebten Menschen herauszufinden, warum gehen Sie nicht zu ihm oder zu ihr? Verbringen Zeit mit dem geliebten Menschen. Genug Zeit, dass Sie herausfinden können, woran dieser Mensch wirklich leidet. And we should know the art of deep listening in order to be able to understand the pain of the other person. Und man muss die Kunst des tiefen Lauschens, des tiefen Zuhörens lernen,
um die Natur des Schmerzens im anderen ausfindig zu machen. Deep listening is the other side, the other aspect of deep looking, because through deep listening, you can get the insight you get by deep looking. Tiefes Zuhören ist der andere Aspekt oder die andere Seite des tiefen Hinschauens. Durch tiefes Zuhören können wir das Verständnis, das wir das, durch das tiefe Hinschauen gewonnen haben, noch vertiefen. If you are a psychotherapist, and you know how important the practice of deep listening is. Wenn Sie Psychotherapeut sind, dann wissen Sie, wie wichtig die Praxis des tiefen Zuhörens ist. If you know the art of deep listening and practice it, 1 hour of deep listening can already remove a lot of pain in the other person. Wenn Sie die Kunst des tiefen Zuhörens verstehen und Sie nur eine Stunde praktizieren, nur eine Stunde tief dem anderen zuhören, können Sie bereits eine ganze Menge Schmerzen im anderen lindern. A good psychotherapist has to be able to listen to his or her own pain in order to be able to listen to the pain of a patient. Und ein guter Psychotherapeut, eine gute Psychotherapeutin muss zuerst einmal in der Lage sein, seinen eigenen Schmerzen zu lauschen, bevor er in der Lage ist, die Schmerzen anderer Menschen zu hören. Let us have confidence only in the therapist who has the capacity of deep listening to himself or to herself, a therapist who has the capacity of transformation and healing as far as his or her life is concerned. Wirkliches Vertrauen sollte man nur zu einem Therapeuten haben, der in der Lage ist, tief seinem eigenen Schmerz zuzuhören und der die Fähigkeit entwickelt hat, seine eigenen Schmerzen und sein eigenes Leid zu transformieren. There is a person that we invoke the name frequently in the Buddhist practice because that person has a very, very high level of deep listening. His name is Avalokiteshvara Bodhisattva. Und es gibt eine Person, die wir in der buddhistischen Praxis immer und immer wieder anrufen, eben weil sie diese außerordentliche Qualität des tiefen Zuhörens vollkommen besitzt. Diese Person ist Avalokiteshvara Bodhisattva. In Buddhism, sometimes we call that kind of listening compassionate listening. Im Buddhismus nennen wir diese Art des Zuhörens manchmal auch mitfühlendes Zuhören. If you claim to be a true lover, you have to train yourself in the art of compassionate listening. Wenn Sie ein wahrhaft liebender Mensch sein wollen, dann müssen Sie sich in dieser Kunst des tiefen Zuhörens üben. When you listen to the other person, don't try to judge. Don't try to get caught in your previous ideas, preconceived ideas. Wenn Sie dem anderen zuhören, dann urteilen Sie keinesfalls. Verfangen Sie sich nicht in Ihren Vorurteilen, in Ihren vorgefertigten Meinungen. You do not react. You do not judge. In the process of listening, you just open your heart and listen to everything the other person has to say. Im Prozess des So-Zuhörens urteilen Sie nicht und Sie reagieren auch nicht, sondern Sie öffnen einfach Ihr Herz und lauschen allem, was dieser Mensch zu sagen hat. Even if you hear things that do not correspond
to your ideas, to your judgment, to what you would call the truth in you, you continue to be silent and to open your heart. Selbst wenn Sie Dinge zu hören bekommen, die mit Ihren Meinungen nicht übereinstimmen, die Sie nicht gutheißen können, die nicht mit dem übereinstimmen, was man Ihre innere Wahrheit nennen könnte, bleiben Sie still, urteilen Sie nicht und halten Sie Ihr Herz offen und hören weiter zu. You remember that this is your practice of listening to help relieving the pain in the other person. You don't listen in order to comment, to argue, and so on. Sie erinnern sich daran, dass diese Praxis die Praxis des Zuhörens ist. Des Zuhörens, das es ermöglichen soll, dass der Schmerz im anderen abnimmt. Es geht nicht darum, zu urteilen, Lösungen zu finden oder zu kommentieren. You can do that only if you keep compassion alive in you during the whole time of listening. Das wird Ihnen nur gelingen, wenn in Ihnen tiefes Mitgefühl lebendig ist, während der ganzen Zeit, die Sie zuhören. And since compassion abide in you, violence and violent reaction will never be manifested during that time. Und solange Mitgefühl in Ihnen lebendig ist, wird es niemals Gewalt in Ihnen geben. Es ist keine gewaltsame Reaktion möglich, solange Sie Mitgefühl haben. You breathe in and breathe out mindfully and you tell yourself, I listen because of my compassion, not because of anything else. Sie atmen achtsam ein und aus und sagen sich selbst, ich höre zu aus Mitgefühl und aus keinem anderen Grund. The person you love suffers. She needs you to listen to her. And if you do not have the capacity to listen with compassion, you cannot respond to her expectation. Because you want to be a true lover, you have to cultivate that capacity of deep listening, of compassionate listening. Sie hören zu, weil der andere Mensch leidet. Und wenn Sie sich nicht öffnen, wenn Sie reagieren, wenn Sie mit etwas anderem als Mitgefühl zuhören, dann können Sie die Erwartung des anderen Menschen nicht erfüllen, der Sie braucht, der Ihr liebevolles und offenes Zuhören braucht, um sein Leiden loswerden zu können. And compassionate listening is not something you can do just because you want to do it. You need some training. Und mitfühlendes Zuhören ist etwas, was man nicht allein schon deswegen kann, weil man es können möchte. Man muss es üben. You need to practice mindful breathing, mindful walking, mindful looking every day in order to be able to listen with compassion. Man muss achtsames Atmen, achtsames Gehen und tiefes Schauen regelmäßig üben, um auf diese Weise mitfühlend zuhören zu können. If you spend, for instance, 3 weeks, 4 weeks, or 5 weeks in a practice center, you may like to devote your time just for the practice of breathing, walking, listening with mindfulness and with compassion. Wenn Sie sich einige Zeit in einem Meditationszentrum aufhalten, 2, 3 oder 4 Wochen, dann möchten Sie vielleicht die ganze Zeit widmen der Praxis des Atmens, des Gehens, des Zuhörens mit Achtsamkeit. I know of a lady who only practiced with us during 5 days. Ich erinnere mich an eine Frau, die nur 5 Tage mit uns so geübt hat. And yet, after 5 days of practice, she was able to go home and practice compassionate listening with her husband.
Und nach nur 5 Tagen konnte sie heimgehen und diese Übung des mitfühlenden Zuhörens mit ihrem Ehemann machen. They were on the verge of despair. Their family was about to be broken. And just because of her capacity of listening deeply to her husband, they could transform the suffering and became a happy family again. Sie war an der Grenze zur Verzweiflung. Die Familie war im Begriff, auseinanderzubrechen. Und ausschließlich durch die Fähigkeit, die sie erworben hatte, ihrem Mann mitfühlend zuzuhören, konnte sie die Gesundheit der Familie wiederherstellen. The practice of compassionate listening always goes together with the practice of loving speech. Die Praxis des mitfühlenden Zuhörens ist immer in Verbindung mit der Praxis liebevollen Redens. We know that our words can either inspire people and make people very happy, or may cause a lot of suffering, distress in the person, in the other person. Wir wissen, dass unsere Worte die Kraft haben, andere zu inspirieren und sie sehr glücklich zu machen, dass unsere Worte aber auch die Kraft haben, sehr viel Leid, sehr viel Verzweiflung in anderen Menschen zu erzeugen. Our words may carry the energy of understanding and love into another person, or our words may convey a lot of violence and hatred into him or her. Unsere Worte können die Energie von Verstehen und Liebe in den anderen Menschen tragen, aber unsere Worte können auch Träger sein für eine Menge Gewalt und Schmerz. It's very crucial that parents learn the art of loving speech. It's very important that husband and wife learn the art of loving speaking so that they will not generate and increase the violence within their children and their partner. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern liebevolles Sprechen lernen. Und es ist auch sehr wichtig, dass Ehepartner liebevoll miteinander sprechen lernen. Es ist nötig, damit sie nicht die Gewalt in ihren Kindern noch verstärken und auch nicht die Gewalt in sich selbst gegenseitig verstärken. And it's not because you want to practice loving speech that you can practice right away. It needs some training. Und auch für die Übung des liebevollen Redens gilt, dass man sie wohl nicht gleich von Anfang an wird praktizieren können. Auch das muss man üben. During the whole time of speaking and listening to the other person, you should know how to nourish compassion and loving kindness in you for your words to continue to be loving. Denn während der ganzen Zeit des liebevollen Zuhörens, des mitfühlenden Zuhörens und des liebevollen Sprechens muss man die Kunst beherrschen, die Kraft des Mitgefühls in sich am Leben zu erhalten und immer wieder zu erneuern und zu nähren, damit das Zuhören tatsächlich mitfühlend ist, damit die Sprache tatsächlich liebevoll bleibt. Who among us does not need the practice of compassionate listening and loving speech? Gibt es wohl irgendjemand unter uns, der diese Praxis des mitfühlenden Zuhörens und des liebevollen Redens nicht dringend braucht? And these two practices are prescribed in the fourth wonderful precept. Und diese Praxis wird im vierten wunderbaren, in der vierten wunderbaren Richtlinie beschrieben. Are you reluctant to practice the fourth precept? I doubt it. Würden Sie zögern, diese vierte Richtlinie umzusetzen? Ich bezweifle das. The fourth precept is the real training, a step of training in mindfulness, in loving kindness, in compassion, so that we will acquire the capacity of listening with compassion and with the and of speaking with tenderness. Diese vierte Richtlinie ist der Übungsgrund
Sie ist die Übung in Achtsamkeit. Sie ist die Übung in liebevoller Güte und in Mitgefühl. Damit wir, wenn wir das üben, in der Lage sind, mitfühlend zuzuhören und liebevolle Worte zu gebrauchen. All of us aspire to good health and good relationship with the other persons. Wir alle wünschen uns eine gute Beziehung mit den anderen Menschen. I think mindful eating, mindful living of our daily life will guarantee you good health, and the practice of deep listening and loving speech will assure you a good relationship with the other person or persons. Und wir wünschen uns Gesundheit. Und ich glaube, die Praxis des achtsamen Essens, des achtsamen Trinkens, des achtsamen Umgehens mit Konsumgütern sichert unsere gute Gesundheit. Und die Praxis des liebevollen Zuhörens, des mitfühlenden Zuhörens und des liebevollen Sprechens garantiert uns eine gute Beziehung zu anderen Menschen. With mindful observation, you arrive at the insight that suffering is the result of the lack of compassionate listening and loving speech. That is why you make the decision to practice these two wonderful things. Wenn wir ganz genau hinschauen, durch genaues Beobachten, werden wir feststellen, dass unglückliche Beziehungen, unglückliche Partnerschaften daran liegen, dass es an mitfühlendem Zuhören und an liebevollem Sprechen fehlt. Und dann entsteht in uns der Wunsch, diese beiden Fähigkeiten zu trainieren. And since you practice compassionate listening and loving speech, you reduce the amount of violence in you and in the person around you. You help us make this world more pleasant, into a place more pleasant to live. You are practicing for every one of us, not only humans, but animals, vegetables and minerals as well. Und indem wir mitfühlendes Zuhören und liebevolles Sprechen lernen und einsetzen, können wir die Gewalt in uns selber und die Gewalt in den Menschen um uns herum vermindern. Und wir tragen dazu bei, dass diese Erde ein wunderbarer Ort wird, ein reiner Bereich wird. Wir üben dann nicht nur für uns und für unsere Nächsten, sondern für alle anderen fühlenden Wesen, für Tiere, ebenso wie für Pflanzen und Mineralien. Practicing the fourth precept in its Buddhist form, in the form of any spiritual tradition, it does not matter. The important is that we all agree that without that practice, we will continue to increase the violence and the suffering in us and around us. Und die Übung dieser vierten Richtlinie ist wesentlich. Es ist nicht so wichtig, ob sie in ihrer buddhistischen Form geübt wird oder in der Form irgendeiner anderen spirituellen Tradition. Aber sie zu üben ist wichtig, denn wenn wir sie nicht üben, dann tragen wir dazu bei, dass die Gewalt immer noch weiter zunimmt. And if we meditate together about the fifth precept, you see that precept is about consumption. Und wenn wir uns dann die fünfte Richtlinie anschauen, dann werden wir feststellen, dass es in ihr um Konsum geht. We know that consuming without mindfulness will bring into our body and our consciousness a lot of poisons, in which violence is one. Wir werden sehr schnell erkennen, dass solange wir ohne Achtsamkeit konsumieren, wir immer wieder Giftstoffe in uns eindringen lassen. Und von diesen Giften ist die Gewalt nur eine. Our healing, the healing of our family and of our earth, depends on our practice of the fifth precept. Die Gesundheit unserer Familie, unserer Gesellschaft und der ganzen Erde hängt davon ab, wie gut wir die fünfte Richtlinie üben. Do you really not want to practice the fifth precept?
I doubt it. Möchten Sie die fünfte Richtlinie wirklich nicht üben? Ich bezweifle das. Because as I see it, as many of you see it, it's the way out. Our way out of this difficult situation. Denn wie ich es sehe, und wie sicher auch viele von Ihnen es sehen, ist die Übung dieser fünften Richtlinie der Ausweg. Sie ist der Ausweg aus dieser schwierigen Situation. The third component of true love is called mudita. Die dritte Komponente wahrer Liebe heißt mudita. Mudita is joy. Mudita ist Freude. It's so easy to identify true love, because in true love you get the joy of loving every day, every hour, every minute. Es ist so einfach, wahre Liebe zu erkennen. Denn wahre Liebe heißt immer Freude. Man erfährt die Freude des Liebens jeden Tag, jede Minute, andauernd. If there has been a lot of crying, of anger, and then we have to come together and practice looking deeply into the nature of our love, the way we love. Und wenn es viel Streit gegeben hat, viel Tränen gegeben hat, dann müssen wir uns wieder begegnen, wir müssen zusammenkommen und gemeinsam tief in die Natur unserer Liebe hineinblicken. The third component of true love is called mudita. Die dritte Komponente wahrer Liebe heißt mudita. Mudita is joy. Mudita ist Freude. It's so easy to identify true love, because in true love you get the joy of loving every day, every hour, every minute. Es ist so einfach, wahre Liebe zu erkennen. Denn wahre Liebe heißt immer Freude. Man erfährt die Freude des Liebens jeden Tag, jede Minute, andauernd. If there has been a lot of crying, of anger, and then we have to come together and practice looking deeply into the nature of our love, the way we love. Und wenn es viel Streit gegeben hat, viel Tränen gegeben hat, dann müssen wir uns wieder begegnen, wir müssen zusammenkommen und gemeinsam tief in die Natur unserer Liebe hineinblicken. I don't advise my friends to stop loving. No, I never do that. I only ask them to practice looking deeply into the nature of their love to see how much of these elements can be found in it. Ich würde meinen Freundinnen und Freunden niemals raten, aufzuhören zu lieben. Nein, das würde ich nie tun. Ich rate Ihnen, zusammenzukommen, in die Natur Ihrer Liebe hineinzuschauen und zu schauen, wie viele dieser Elemente in Ihrer Liebe sichtbar sind. Our practice is to diminish the elements of anger, the element of discrimination, and increase the element of loving kindness, the element of compassion, the element of joy in our love. Unsere Übung ist es, in unserer Liebe die Elemente von Zorn, von Diskriminierung und so weiter zu vermindern und die Elemente von liebevoller Güte, von Mitgefühl und von Freude zu stärken. We don't have to throw our love away to stop loving. We just practice looking deeply into it, in order to transform it into a better love, a truer love. Es ist nicht der richtige Weg, unsere Liebe fortzuwerfen, aufzuhören zu lieben, sondern wir müssen in unsere Liebe hineinschauen und sie verwandeln, sie zu einer besseren und noch tieferen Liebe werden zu lassen. And in this case, both people have to practice looking deeply together. Und in diesem Fall müssen beide die Praxis gemeinsam tun. Beide müssen zusammen tief schauen. It's not a matter of accusing each other. It's a matter of understanding more the nature of our love, so that we will know what we should do and what we should not do. Es geht hier nicht darum, sich gegenseitig anzuklagen. Es geht darum, gemeinsam in die Natur der Liebe hineinzuschauen
und dann herauszufinden, was man tun muss und was man nicht tun sollte. The fourth component of true love is called upeksha. Die vierte Komponente wahrer Liebe heißt Upeksha. Upeksha means equanimity, not taking side. It also means to remain free. Upeksha heißt Gleichmut, Unvoreingenommenheit. Und es bedeutet auch freimachen. If in the process of love, you feel that you are losing your freedom to be yourself, you cannot be yourself anymore, and then it is the element of upeksha that is lacking in your love. Wenn Sie in Ihrer Liebe, in Ihrer Beziehung feststellen müssen, dass Sie Ihre Freiheit verlieren, dass Sie nicht mehr Sie selbst sein können, nicht mehr Sie selbst sein dürfen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass in Ihrer Liebe Upeksha fehlt. I love you because you really need my love. It's not because I want to make you mine. I want to possess you. You are not my property. You are not my belonging. I love you because I want to make you happy and free. Ich liebe dich, weil du meine Liebe verdienst. Ich liebe dich nicht, weil ich dich als mein Eigentum betrachte, weil ich dich zu meinem Besitz machen möchte. Ich liebe dich einzig und allein, weil ich dich glücklich machen möchte. So if you are a father, you have to look into the nature of your love to see whether by loving your son, your daughter, you are depriving him or her of his or her liberty to be himself or herself. Wenn Sie ein Vater sind, dann müssen Sie sehr genau in die Liebe zu Ihrem Sohn oder zu Ihrer Tochter schauen, um festzustellen, ob darin Anteile sind, die es ihm oder ihr nicht mehr möglich machen, er oder sie selbst zu sein. In true love, we offer the other person a lot of space, because true love isn't a prison. In wahrer Liebe lassen wir dem anderen viel Raum, denn Liebe ist niemals ein Gefängnis. If you are loved, and if you still feel that there is a lot of space inside of you and around you, you know that you are a lucky person. You are being loved with true love. Wenn Sie geliebt werden und trotzdem das Gefühl haben, in sich und um sich herum sehr viel Raum zu haben, dann sind Sie ein glücklicher Mensch, denn dann wissen Sie, dass Sie geliebt werden von wahrer Liebe. All of us, Buddhists or not Buddhists, we know that freedom is essential for our happiness. Wir alle, Buddhisten und Nicht-Buddhisten, wissen ganz genau, dass Freiheit für unser Glück unverzichtbar ist. That is why true love is the kind of love that guarantees our freedom to be ourselves. Und darum ist wahre Liebe immer nur die Liebe, die unsere Freiheit garantiert. And that is why in the process of loving, we should practice, we should cultivate the four elements of true love, and each day we become happier and we will make the other person happier all the time. Und darum sollten wir im Lieben, in der Übung der wahren Liebe, immer wieder schauen, ob die vier Elemente vorhanden sind, und wir sollten daran arbeiten, diese vier Elemente in unserer Liebe zu stärken, damit diese Liebe eine wahre Liebe ist und der geliebte Mensch wirklich glücklich wird. There is a very important thing concerning the Buddhist teaching on love that should be mentioned here. That is, the capacity of loving someone else depends on your capacity of loving yourself. Und es gibt im Buddhismus eine sehr wichtige Aussage bezüglich der Liebe, die hier unbedingt noch gesagt werden muss. Nämlich, dass die Fähigkeit, inwieweit man in der Lage ist, jemand anderen zu lieben, ausschließlich davon abhängt, wie weit man in der Lage ist, sich selbst zu lieben. If you are not able to offer yourself these four elements of love, you are not going to offer them to anyone. Because self-love is the ground for the love of the other living beings.
Wenn man nicht in der Lage ist, alle vier Elemente auch sich selbst zugutekommen zu lassen, auf sich selbst anzuwenden, dann wird man sie auf niemand anderen anwenden können. Denn sich selbst zu lieben zu können, ist die Grundlage dafür, überhaupt irgendjemanden und irgendetwas anderes lieben zu können. Are we capable of offering happiness to ourselves in our daily life? Sind wir in der Lage, uns im Alltag selbst Glück zu gönnen? Are we able to nourish ourselves with the joy, the happiness of walking or breathing, of touching the refreshing and healing elements in us and around us? Können wir uns selbst glücklich machen, indem wir achtsam atmen, indem wir achtsam gehen, indem wir die Dinge in uns, um uns herum tief berühren, die frisch sind, die glücklich sind und die friedlich sind? These refreshing and healing elements of life are there inside of us and around us. Our practice is first of all to get in touch with these elements in order to heal us and to nourish us. That is the practice of Maitri and Karuna directed to our own person. Diese erfrischenden, diese heilenden Elemente sind vorhanden in uns und um uns herum. Und das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen sie mit unserer Achtsamkeit berühren, um uns von ihnen nähren und heilen zu lassen. Und das ist die Praxis von Maitri und von Karuna auf uns selbst angewandt. The purpose of retreats like this one is for us to get initiated in the practice of nourishing ourselves with the positive, wonderful elements of life that are available in the here and the now. Der Sinn und Zweck eines Retreats wie diesen hier ist, uns zu initiieren in eine Praxis, diese erfrischenden und heilenden Elemente, die jederzeit verfügbar sind, in uns und um uns herum berühren zu können, uns von ihnen nähren und heilen zu lassen. Silence is not something we impose on ourselves in order to suffer for the sake of some happiness in the future. Schweigen ist nicht etwas, was wir uns aufzwingen müssen zum Wohle eines Glücks, was irgendwann in der Zukunft kommen soll. Silence, sometimes called noble silence, is something that allowed us to live our moment of our daily life deeply so that we can touch the wonders of life that are available. Schweigen, oft auch edles Schweigen genannt, ist etwas, was uns helfen soll, die im ganz und gar im gegenwärtigen Moment zu sein, um die Wunder des Lebens hier und jetzt berühren zu können. If you suffer because you have to be silent, and then silence is not a correct practice. Silence should be wonderful, pleasant, in order to be a true practice. Wenn Sie leiden, weil Sie schweigen müssen, dann ist Schweigen nicht die richtige Praxis für Sie, denn Schweigen muss als wunderbar und als Geschenk empfunden werden, damit es wirklich funktioniert. If by walking slowly you feel oppressed, you like better to run. And then walking slowly like that is not the right practice. The right practice is when you enjoy every step you make, and each step can nourish you and bring you a lot of stability and freedom. Wenn Sie sich eingeengt fühlen dadurch, dass Sie langsam gehen sollen, weil Sie vielleicht viel lieber rennen würden, dann ist das langsame Gehen nicht Ihre Praxis. Ihre Praxis, die richtige Praxis, ist die, wenn man so geht, dass jeder Schritt einen nährt und jeder Schritt einem dem Wunder des Lebens näher bringt und dem Hier und Jetzt. We are not in the retreat in order to do exactly like the other people. We are in a retreat in order to learn how to walk happily, how to eat happily, how to breathe happily, how to be silent happily. Wir sind nicht im Retreat, um es genauso zu machen wie alle anderen.
Wir sind im Retreat, um unseren Weg zu lernen, glücklich zu gehen, glücklich zu atmen, glücklich zu essen, glücklich zu leben. The teaching has been offered is up to us to play. Die Lehren sind angeboten, es liegt jetzt an uns, mit ihnen zu spielen. And you know that the practice of mindfulness is an art. You cannot do it automatically. You have to practice it as an art, the art of being there, the art of being alive, the art of being happy. Und Sie wissen doch, dass die Praxis der Achtsamkeit eine Kunst ist. Und eine Kunst kann man nicht automatisieren. Eine Kunst muss man wie eine Kunst üben. Es ist die Kunst, da zu sein, glücklich zu sein, im Moment zu leben. In society, wherever they see violence, a violent person, the only way they can deal with it, with him or her, is to lock him up, to lock her up. Wenn die Gesellschaft mit Gewalt in Menschen konfrontiert wird, dann ist das Einzige, wie sie darauf reagieren kann, ist ihn oder sie einzuschließen. And you know that when we lock someone up, it does not help, we do not help him or her. We only help the violence to increase in that person. Und wenn wir jemanden einsperren, das wissen wir alle ganz genau, dann helfen wir den Menschen, den wir einsperren, nicht, sondern wir verstärken nur noch die Gewalt in ihm oder ihr. When you see your child violent or your partner violent, you might be tempted to do something like that. That is very dangerous. Und wenn Sie Ihr Kind oder Ihren Partner erleben und er ist gewaltsam, dann haben Sie vielleicht die Tendenz, es ähnlich machen zu wollen. Und das ist sehr gefährlich. You have the tendency to punish him, to punish her because of their violence. But you know, this will have an opposite effect. Sie fühlen vielleicht die Tendenz, ihn oder sie bestrafen zu wollen für die Gewalt. Aber Sie wissen ganz genau, dass es das gegenteilige Wirkung hätte. His or her violence touch the violence within yourself. Seine oder ihre Gewalt berührt nur die Gewalt in ihnen selbst. And we are tempted to respond to violence by violence. Und dann ist man versucht, Gewalt mit Gewalt zu vergelten. The Buddha's teaching on love is a really an answer to this situation. Die Lehre des Buddha ist eine richtige Antwort auf diese Situation. According to this teaching, when we acknowledge, when we notice the violence, the energy of violence in us, we should embrace it with the tenderness and careness, with the care that we have as the practice, as the result of our practice. Gemäß dieser Aussage sollten wir, sobald wir Gewalt in uns entdecken, sie umarmen mit Achtsamkeit, mit Zärtlichkeit und mit der Aufmerksamkeit, die Ergebnis unserer Praxis sind. We do not try to fight that violence in us. We do not want to put it into a prison, to suppress it. Wir versuchen niemals, die Gewalt in uns zu bekämpfen. Wir versuchen, sie nicht einzusperren und ins Gefängnis zu schließen. And if we do like that, if we suppress it, if we try to fight it, you are doing exactly like the prison guard. Dann würden wir das tun, würden wir so vorgehen, würden wir die Gewalt einsperren wollen, dann würden wir sein wie Gefängniswärter. The way to do, the proper way to do, is to recognize it as us and refrain from any violent reaction to it. Die richtige Art und Weise, damit umzugehen, ist, die Gewalt als Teil von uns selbst zu erkennen und uns gut um sie zu kümmern.
In that moment, we must touch the seat of mindfulness, the seat of compassion, the seat of understanding in us, so that we will have enough energy to embrace the violence that is there. In diesem Augenblick müssen wir den Keim der Achtsamkeit, den Keim der Liebe und das Mitgefühl in uns finden und wecken, um genug Kraft zu haben, die Gewalt in uns umarmen zu können. The energy of mindfulness, loving kindness, will take good care of the energy of violence. And if we know how to continue, there will be a transformation in the heart of the energy of violence. Die Energie der Achtsamkeit, verbunden mit der Energie der liebevollen Güte, wird sich richtig um die Gewalt kümmern. Und wenn wir eine Zeit lang so verfahren und die Gewalt umarmen mit Achtsamkeit und liebevoller Güte, werden wir in der Natur der Gewalt eine Veränderung erleben. We practice very much the same way when our child or our husband, our wife show the violence. Und auf eine sehr ähnliche Weise gehen wir vor, wenn wir Gewalt in unseren Kindern finden, in unserem Ehemann oder in unserer Ehefrau. We have to learn not to react to that violence with our violence. Wir müssen unbedingt lernen, dieser Gewalt nicht mit unserer eigenen Gewalt zu begegnen. We don't say to our little boy, go into your room and lock yourself inside until you receive the permission to get out. Wir sollten nicht zu unserem Sohn sagen, geh in dein Zimmer und schließ dich ein, bis ich dir erlaube, wieder herauszukommen. Because if you do so, his room become a prison cell. And during the time he is in his room, he's rehearsing, practicing his violence. And his violence will grow during that time. Denn wenn man das tut, dann wird sein Zimmer zur Gefängniszelle. Und solange er in dieser Gefängniszelle eingesperrt ist, wird seine ganze Praxis Gewalt sein. Es wird immer mehr Gewalt in ihm entstehen. Und das heißt, die Gewalt wird weiter zunehmen. When a child manifests his violence, what he needs the most is your energy of loving kindness and compassion. Wenn ein Kind seine Gewalt manifestiert, ist das, was es am dringendsten braucht, deine Energie von Achtsamkeit und liebevoller Güte. That is the only way to help him. And in order to have that energy of mindfulness and compassion, we should practice in our daily life, during cooking, during washing, during driving and so on. Das ist das Einzige, was dem Kind dann helfen kann. Und um diese Energie von Achtsamkeit und liebevoller Güte verfügbar zu haben, müssen wir uns andauernd üben, in was immer wir tun. Wir müssen es beim Essen machen tun, beim Abwaschen, beim den Garten versorgen, bei allen Tätigkeiten müssen wir es üben. And we have to help our child practice the five steps of training in a very skillful way. Wir müssen auch unserem Kind helfen, die fünf Stufen der Übung auf sehr geschickte Art und Weise anzuwenden. There are times when we can sit down with our little boy or our little girl and ask him or her to talk to us about violence in school and so on, and ask his opinion as how to reduce that kind of violence. Wir müssen uns die Zeit nehmen, mit unserem Sohn oder unserer Tochter uns hinzusetzen und mit dem Kind darüber zu sprechen, was es bemerkt von Gewalt in der Schule, was seine Meinung dazu ist und was es wohl glaubt, wie man diese Gewalt vermindern könne. And as you are capable of communicating with your child, then you can show him or her the way to practice in order to handle the violence in him or her. Und wenn es ihnen gelingt, mit ihrem Kind auf diese Weise über Gewalt zu sprechen, dann können sie ihm auch die Praktiken zeigen, die es möglich machen, mit Gewalt in sich selbst umzugehen. We can tell him, for instance, spending 2 hours and watching all these movies can be very dangerous, can increase a lot of violence in him
And he will be able to understand. Sie können dann Ihrem Kind zum Beispiel sagen, schau, wenn du 2 Stunden vor dem Fernseher sitzt und diese Filme anschaust, dann entsteht Gewalt und die Gewalt in dir wird immer stärker und Ihr Kind wird verstehen. So the practice of the 5 steps of training should be conducted in such a way with intelligence, so that all members of the family can participate in it. So diese Praxis der 5 Stufen der Übung sollte auf geschickte Art und Weise angewendet werden, so dass alle Familienmitglieder davon profitieren können und teilnehmen können an der Übung. As I see it, the only way to get out of our difficult situation, full of violence and hatred and discrimination, is the practice of the 5 steps of training, whether it is Buddhist or it is and is equivalent in your old tradition. But we have to use all our intelligence and talent in order to implement that kind of practice in our daily life. Wie ich es sehe, ist der einzige Ausweg aus dieser Situation voll von Gewalt und von Schwierigkeiten das Üben der 5 Stufen der Praxis. Entweder auf die buddhistische Art und Weise oder auf die Art und Weise, wie sie in ihrer alten Tradition zu finden ist. In allen spirituellen Traditionen gibt es sie. Aber wir müssen dabei unser gesamtes Geschick, unsere gesamte Intelligenz und all unser Talent einsetzen, um es richtig zu tun. I would prefer to call the 5 wonderful precepts as 5 steps of training, because I know no one among us can practice perfectly the 5 precepts, including the Buddha. Und ich ziehe es vor, die 5 wunderbaren Richtlinien, die 5 Stufen des Trainings zu nennen, weil niemand von uns ist in der Lage, diese 5 Gelöbnisse vollkommen zu halten, nicht einmal der Buddha. By committing yourself to eat only vegetarian food, you are motivated by the desire not to kill human beings, but you know that in your dish of boiled vegetable, you cannot avoid the tiny living beings boiled at the same time with the vegetable. Denn zum Beispiel, wenn man gelobt, vegetarisch zu essen, dann tut man das deswegen, weil man keine Lebewesen töten will und nicht für den Tod von Lebewesen verantwortlich sein will. Gleichzeitig weiß man aber, dass man, auch wenn man sich nur von Gemüse ernährt, man es nicht verhindern kann, dass wenn man das Gemüse kocht, auch wieder winzige Lebewesen sterben müssen. The problem is not to be perfect in keeping the 5 precepts. The problem is whether we are committed to go in that direction for the humankind and other kinds to have a future. Es ist nicht die Frage, ob wir diese Gelöbnisse vollkommen einhalten können. Es ist die Frage, ob wir bereit sind und ob wir wünschen, in diese Richtung zu gehen, um unserer eigenen Zukunft und um der Zukunft aller fühlenden Wesen willen. Please don't imagine that I do not have the grain, the seed of anger in me. Bitte glauben Sie bloß nicht, ich hätte nicht den Keim des Zorns in mir. Sometimes that seed is manifested as the energy of anger. The only thing is that I know how to take care of it. The way is to generate mindfulness and compassion in order to take care of it. Dieser Keim wird auch bei mir manchmal als Ärger manifest. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist die Energie der Achtsamkeit zu erzeugen, um mich um diesen Ärger richtig und angemessen kümmern zu können. And by taking good care of my anger, I do not inflict suffering on me, on the people I love, and on the world. Und indem ich mich richtig und angemessen um meinen Ärger kümmere, füge ich mir selber keinen Schaden zu. Ich bereite den Menschen um mich herum, die ich liebe, keine Schmerzen und auch der Welt nicht. I try my best in taking good care of the violence in me,
I never think that I'm perfect in doing that, and all of us should be aware that together, if we practice taking good care of our violence, our world will be a much more pleasant place for our children and their children to live in. Ich versuche immer, mich um meinen Ärger angemessen zu kümmern. Ich denke niemals, dass ich darin vollkommen bin. Und ich glaube, dass wir es zusammentun müssen, dass wir zusammen üben müssen, damit wir, unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder, eine Zukunft haben. Every time I see a person committed to the practice of going in the directions of the five steps of training, I feel very happy. Not only happy for him or for her, but happy for the whole world. Because one person practicing the five steps of training will make his or her family suffer much less and the whole society suffer much less. Jedes Mal, wenn ich einen Menschen sehe, der in Richtung dieser fünf Stufen des Trainings geht, bin ich unglaublich glücklich. Nicht nur um dieses Menschen willen, sondern um der ganzen Welt willen, weiß ich doch, sobald ein Mensch in diese Richtung geht, leidet er weniger, die Familie leidet weniger und damit nimmt auch das Leiden in der gesamten Gesellschaft ein kleines bisschen ab. I have the impression that the next Buddha who will come to us will not be in the form of a person. He or she may come in the form of a Sangha, namely a community of practice. Ich habe das deutliche Gefühl, dass der nächste Buddha, der erscheinen wird, nicht als Person kommen wird. Ich denke mir, er oder sie wird als Sangha kommen, als Gemeinschaft von Praktizierenden. If together as a community we practice mindful living, we practice taking good care of our violence, and then all of us will be part of Maitreya Buddha, the Buddha to be in this world. Wenn wir gemeinsam üben, wenn wir gemeinsam bewusst leben, als Gemeinschaft uns angemessen um unseren Zorn und um unseren Ärger kümmern, dann werden wir alle in dieser Gemeinschaft Teil von Maitreya sein, dem Buddha der Zukunft. Maitreya is the name of the next Buddha. The word means Mr. Love. Maitreya ist der Name des nächsten Buddha. Und man könnte ihn übersetzen mit Herr Liebe. So let us practice true love, so that our planet will be a beautiful place for our children and their children. Also, lasst uns wahre Liebe üben, damit dieser Planet ein wunderbarer Planet bleibt für unsere Kinder und für deren Kinder.